Ja. Hast du nicht Prüfung heute? Ja. Viel Glück. Du, denk an mich. Mach ich. Guten Morgen, Paula. Morgen. 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 Ich dachte, du bist schon weg. Du hast doch eine Prüfung, oder? Ja. Wann geht's los? 12. Wer prüft dich? Wie, wer prüft mich? Ja, er oder sie? Ein Professor. Alter? Jung. Aha. Aussehen? Hübsch. Das schaffst du. Klar. Thema? Krieg und Frieden in diesem Jahrhundert, dargestellt am Schicksal von Kirchenglocken. Und das ist spannend, ja? Das ist sehr spannend. Käse mit Tomaten ist recht so. Paula, ich nehme alles. Gibt's Kaffee? Ja, gleich. Wo ist Papa? Oben im Zimmer. Normalerweise ist um die Zeit doch schon in der Firma. Ich wundere mich auch. Papa, darf ich Tschüss sagen? Ja, komm rein. Du, weißt du, wie du ausschaust? Wie schaue ich aus? Du schaust gut aus. Gut reicht mir nicht. Soll ich dir den Eindruck beschreiben, den ich habe? Ja, das ist mir recht. Man sieht dich an und du strahlst etwas aus. Was strahle ich aus? Da fallen mir viele Worte ein. Darf ich sie hören? Zuverlässigkeit, Erfolg. Brauchst du Geld? Danke, ich hab noch. Ich fahre fort. Ja? Weißt du, wie einer unserer Profs immer sagt? Warum sagt ihr zu euren Professoren immer Profs? Du, das spart Zeit. Mhm. Hast du Angst vor der Prüfung? Ja. Hast du dich vorbereitet? Ja. Dann brauchst du keine Angst haben. Tschüss. Tschüss. Sie hätten bleiben da. Oh. Und fahr nicht zu schnell. Nein. Anschnallen. Ja. Und tschüss. Müsstest du nicht längst im Büro sein? Ich habe noch einen Termin bei der Bank. Wenn dein Vater gesagt hat, Luise, ich habe noch einen Termin bei der Bank, habe ich immer darauf gewartet, ob er sagen würde, küss mich vorher. Willst du, dass ich dich vorher küsse? Nein, Mama. Es tut mir sehr leid, Herr Cordes, aber es ist uns unmöglich, die Frist, die Ihnen gegeben wurde, noch einmal zu verlängern. Sie haben uns alle Ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt und wir haben sie durchgearbeitet und in aller Sorgfalt immer bemüht, Ihre Interessen wahrzunehmen. Aber ich und meine Mitarbeiter finden den Ausweg aus Ihrer geschäftlichen Kalamität ebenso wenig wie Sie selbst. Sind Sie denn in der Lage, auf die Schuld, die Sie haben, eine Anzahlung zu leisten in Höhe von, sagen wir, 1 Million? Zahlbar in 10 Tagen. Innerhalb von 10 Tagen? Andererseits müssten wir die von Ihnen gestellte Sicherheit verwerten. Sie wollen mein Haus? In dem Vertrag, den Sie mit uns geschlossen haben, haben Sie als Sicherheit Ihren Grundbesitz eintragen lassen. Ihr Haus, das wir zwangsversteigern müssten. Ihr Haus wird zwangsversteigert. Zwangsversteigert. 1 Million, die mir keiner gibt. Vor 2 Jahren noch haben wir gefeiert. Das 100-jährige Bestehen der Firma. Die der Großvater gegründet hat. Und der Enkel muss Konkurs anmelden. Ideen muss man haben. Es muss einem in diesem Leben immer etwas einfallen. Oder du bist verloren. Eine Million in 10 Tagen. Was soll mir da einfallen? Cornelia hat angerufen. Ihre Arbeit über die Kirchenglocken ist gut angekommen. Sag mal, hast du gewusst, dass man Kirchenglocken eingeschmolzen hat, um Kanonen draus zu machen? Nein, Mama. Und als sie die Kanonen ihre Arbeit getan hatten, haben sie dann die Kanonen wieder eingeschmolzen, um Kirchenglocken draus zu machen. Was sagst du dazu? Das ist interessant. Hast du Erfolg gehabt bei deiner Bank? Guten Abend zusammen. Ja, ich bin eigentlich nur gekommen, um gleich wieder weiterzufahren. Kleines Fest heute Abend. Sag mal, Papa, kannst du mir ein bisschen Kohle geben? Wie viel sollte es denn sein? Hast du einen Huni für mich? Ein Huni? Ja. Die sind 100, oder was? Ja, ja. Was feiert ihr denn? Das weiß ich selbst nicht so genau. Irgendjemand feiert was. Hauptsache, es wird was gefeiert. Okay, mein Junge. Danke, Papa. Und mach dir einen schönen Abend, ja? Tschüss, Oma. Tschüss. Wie viel darf es denn sein? Hast du einen Hunderter für mich? Was feiert ihr denn? Weiß ich nicht. Hauptsache, es wird gefeiert. Wie viel darf es denn sein?
Haben Sie eine Million für mich? Was wollen Sie denn damit feiern? Für irgendjemanden ist eine Million gar nichts. Sondern nicht so viel, dass er gleich zusammenbricht, wenn man ihn darum bittet. Gottfried Heimeran hat seinen Umsatz um 20% gesteigert. Eine Top-Adresse in der Wirtschaft. Eine Top-Adresse, ich war auch mal eine. Bin jetzt keine mehr. Heimeran, man muss den Mann doch fragen können, was es ihm wert ist, eine alte Firma vor dem Ruin zu retten. Heimeran, ich rufe ihn einfach an. Anrufen jetzt, in der Nacht. Wird angerufen von einem Mann, den er gar nicht kennt. Nein. Aber hinfahren könnte ich doch. Ja? Du, Papa? Ja, mein Schatz. Ich bin ein bisschen spät dran. Ruf doch an und sag, sie soll nicht auf mich warten. Machst du das? Mach Danke. Ich. Tschüss. Ciao. Es hatte, diesem Mädchen nachgefahren zu sein. Warum hast du das getan? Ein Reflex? Irgendein idiotischer Reflex, der sagte, fahr dem Mädchen nach? Jetzt fahr nach Haus, du Idiot. Hallo, Papa. Du, ich bin gleich wieder weg. Ich wollte mir nur ein Buch von dir ausleihen. Das sind ja nur alte Bücher. Ja, Kirchenrecht. Ganz rechts. Ja, ich weiß. Aber wieso gehst du eigentlich nicht in die Firma? Ist im Moment unwichtig, ob ich im Büro arbeite oder hier. Ach so, du arbeitest hier? Ja, ich arbeite an einem neuen Konzept. Mhm. Dabei will ich dich nicht stören. Bis später. Das Fest neulich, hat dir der Huni geholfen? Du meinst den Hunderter? Ja. Ja, geholfen hat er schon, aber nicht ganz gereicht. Du hast also jetzt Schulden? Ja. Du bist nicht unglücklich? Nein, ich habe immer jemanden, der mir hilft. Okay, mein Sohn. Sind wir schön, wenn jemand hat, der einem hilft. Ja, finde ich auch. Bis später. Sie kommt jeden Abend, immer um diese Zeit. Sie schließt den Wagen nicht auf. Paula fragt, ob du heute zum Mittagessen da bist. Nein, Mama, ich esse heute im Club.
bist in Schwierigkeiten? Ja, Mama. Ich sitze hier und suche nach Lösungen in einer Sache, die genau überlegt werden muss. Ich frage meinen Verstand, wie weit er ist. Und? Was sagt er dir? Er sagt, es ist alles eine Frage der Intelligenz. Wohl dem, der sie hat. Ich bin kein Dummkopf, Mama. Das sagen alle Dummköpfe, die Angst davor haben, einer zu sein. Äther. Ein Lappen mit Äther aufs Gesicht gedrückt. Dann schreit sie nicht, worauf es ihr ankommt. Äther. Aber dann wohin mit ihr? Wo bringt man einen Menschen unter, den man entführt? Den man verschwinden lässt und dann wieder auftauchen lassen kann, wenn es soweit ist. Eine Million Mark, Herr Heimeran, für Ihre Tochter. Verständigt er die Polizei oder tut er es nicht? Er wird sagen, nein, ich habe die Polizei nicht verständigt. Aber er wird lügen. Oder wird er nicht lügen? Das Ganze hat keinen Sinn, wenn ich mir darüber nicht Gewissheit verschaffen kann. Aber kann ich mir diese Gewissheit nicht verschaffen?
Kann ich bitte Herrn Heimer ansprechen? Ja, am Apparat. Wer spricht denn da? Der Name tut nichts zur Sache. Es geht um Ihre Tochter. Ich höre Sie so schlecht. Was ist mit meiner Tochter? Ihre Tochter ist entführt worden. Und ich nehme an, Sie wollen sie lebend wiedersehen. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Das Lösegeld beträgt 1 Million Mark. Haben Sie das verstanden? Ja. Ein Moment. Meine Frau steht neben mir. Es ruft hier jemand an und verlangt Lösegeld. Charlotte ist entführt worden. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Bitte sagen Sie ganz genau, was Sie wollen. Sprechen Sie bitte deutlich. 1 Million Mark in kleinen Scheinen. Haben Sie verstanden? Ja. Die Übergabe ist morgen um 16 Uhr am Hauptbahnhof, auf der Galerie, in der Ankunftshalle, neben der ersten Telefonzelle. Dort ist der Reklamewürfel der Mietwagenzentrale. Wissen Sie, wo das ist? Ja, ich weiß, wo das ist. Sie benutzen einen Metallkoffer, stellen ihn dort ab und verschwinden wieder. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Es geschieht alles, was Sie wollen. Und keine Polizei? Keine Polizei. Sollten Sie die Polizei informieren, wird Ihre Tochter sterben. Ist Ihnen das klar? Haben Sie klar und deutlich verstanden? Ja, ich habe das verstanden. Es geschieht, was Sie sagen. Sehr schön. Dann will ich gut zusammenarbeiten. Und? Das Kind ist entführt worden. Jemand verlangt da 1 Million Lösegeld. In kleinen Scheinen, wie üblich. Hat mir genau gesagt, wo und wie. Hat gesagt, keine Polizei. Was machen wir? Keine Polizei, natürlich. Der muss verrückt sein. Übergabeort des Geldes, was meinst du wo? Hauptbahnhof. Das ist auch nicht möglich. Münchner Hauptbahnhof. Der Mann hat doch überhaupt keine Chance. Vielleicht ist das ein Dummkopf. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Wir müssen jemanden von der Polizei fragen. Ich weiß auch schon wen. Ich habe mir erlaubt, in deinen Unterlagen zu blättern. Du hast Schulden. Ziemlich große Schulden. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich bin mitten in Verhandlungen. Ich fahre morgen Nachmittag nach Frankfurt. Was willst du denn in Frankfurt? Ich fahre zu meinem Vetter Rudolf. Wir haben doch seit Jahren die Verbindung zu ihm abgebrochen. Das ist vielleicht ein Fehler, war Mama. Er ist im Vorstand einer Bank. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Er freut sich, dass ich ihn besuche. Tu nichts, was der Firma schaden könnte. Wie soll denn die Übergabe erfolgen? Um 16 Uhr auf dem Hauptbahnhof. Er hat mir genau den Weg beschrieben, den ich gehen soll. Und ich soll den Koffer einfach abstellen und weitergehen. Hauptbahnhof. Ja. Merkwürdiger Ort der Übergabe, ja? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Nee, du? Nee. Nicht die geringste. Wir möchten von Ihnen wissen, wie wir uns verhalten sollen. Das Leben unserer Tochter hat absoluten Vorrang. Geld spielt keine Rolle. Ja, trotzdem möchten wir natürlich keinen Fehler machen. Meinen Sie, ich soll das tun, was der Mann vorschlägt? Sie müssen uns natürlich erlauben, dabei zu sein und nach eigenem Ermessen zu handeln. Also, wobei ich betonen möchte, dass wir das Leben Ihrer Tochter nicht gefährden werden, ist das klar. Wann kommst du zurück? Ich weiß es noch nicht. Ich bleibe vielleicht über Nacht in Frankfurt. Und wer bringt dich zum Bahnhof? Ich habe ein Taxi bestellt. Mach's gut, Mama. Hast du nichts vergessen? Küss mich, Mama. Danke. Wiedersehen. Der auf Gleis 18 eingefahrene Zug aus Regensburg hat Anschluss nach Garmisch-Mittenwald Innsbruck. Da kommt er.
Entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie mit Ihren Koffer vergessen? Nein, nein, lassen Sie. Ist das nicht Ihr Koffer? Ich bitte Sie, lassen Sie diesen Koffer stehen, das geht in Ordnung. Zum Fundbüro, ich habe hier einen Herrn und einen Koffer gefunden. Ja, da gehen Sie am besten die davor, die Treppen nach unten und dann geht das geradeaus nach links. Ich danke Ihnen. Danke. Bitte schön. Kriminalpolizei. Ist das Ihr Koffer? Nein, das ist nicht mein Koffer. Den hat jemand stehen lassen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Fundbüro. Den Koffer hat jemand stehen lassen? Ja, ich habe gesehen, dass der Mann, dem der Koffer gehört, sich entfernt hat. Ich bin ihm nachgegangen und habe gesagt, Sie haben Ihren Koffer vergessen. Aber er sagte nur, lassen Sie ihn stehen. Wollen Sie uns den Koffer geben? Das ist mir sehr recht. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach Frankfurt und will meinen Zug nicht verpassen. Ja, den werden Sie sicher verpassen. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Ja, hören Sie, ich muss dringend nach Frankfurt. Ich habe eine wichtige Verabredung dort. Die Verabredung können Sie bei uns absagen. Habe ich es wirklich mit der Polizei zu tun? Ja, ich kann das bestätigen. Der Herr ist mir nachgegangen, hat gesagt, Sie haben meinen Koffer stehen lassen. Und ich habe ihm geantwortet, bitte lassen Sie ihn stehen. Das geht schon in Ordnung. Wollen Sie mir jetzt sagen, was es mit diesem Koffer auf sich hat? Tja, Sie sind da in etwas hineingeraten. Sie wollten doch nach Frankfurt. Haben Sie einen Fahrschein? Selbstverständlich habe ich einen Fahrschein. Hier bitte. Sie haben eine Verabredung in Frankfurt. Wollen Sie die nicht absagen? Ja, das muss ich ja wohl. Darf ich telefonieren? Ja, natürlich. Dürfen Sie. Sie müssen eine Null wählen. Danke. Ich möchte gern Herrn Rudolf Cordes sprechen. Rudolf Cordes hier. Cordes in München. Ja, ich werde verbunden. Rudolf, ich bin es. Es tut mir leid, aber ich bin hier noch in München. Wieso bist du noch in München? Es ist etwas dazwischen gekommen. Ich muss den Besuch verschieben. Ich rufe wieder an. Du hast das ziemlich eilig gemacht. Hat sich da was geändert? Nein, da hat sich nichts geändert. Ich melde mich wieder. In was bin ich da hineingeraten? In diesem Koffer hier befindet sich 1 Million Lösegeld. Um Gottes Willen. Meine Tochter ist entführt worden. Ja, ich habe den Koffer auf Anweisung des Entführers dort stehen gelassen. Wir wollten natürlich wissen, wer ihn abholt jetzt. Sind nicht Sie in Schwierigkeiten, sondern wir. Das stimmt doch, ne? Ja. Ja, ich glaube, man muss Sie um Entschuldigung bitten. Sie konnten ja nicht ahnen, was Sie da anrichten. Das tut mir aufrichtig leid für Sie. Ja. Dann kann ich jetzt wohl gehen. Aber bitte nur ins Nebenzimmer. Kommen Sie bitte. Sie den Mann nicht jetzt gehen lassen? Nehmen wir mal an, dieser Mann ist der Entführer. Der Entführer, wer immer es ist, der hatte ja ein großes Problem. Er wusste nicht, ist die Polizei eingeschaltet, ist sie nicht eingeschaltet. Und falls sie eingeschaltet ist, da hat er einen Plan. Also, den muss man geradezu genial nennen. Er hoffte natürlich, dass die Polizei nicht eingeschaltet ist. Nur in dem Fall hätte er den Koffer genommen, wäre am Fundbüro vorbeigegangen, in aller Ruhe nach Hause gegangen, im Besitz von 1 Million Mark. Sie halten es für möglich, dass der Entführer ist? Ich werde ihn in Untersuchungshaft nehmen. Die Gründe reichen aus.
bis wir festgestellt haben, dass er nicht der Entführer ist. Würden Sie mir erlauben, mit ihm zu reden? Allein. Ich habe nichts dagegen. Willi? Ja? Sag mal, würdest du die beiden Herren mal allein lassen? Ich habe den Oberinspektor gebeten, ein paar Worte mit Ihnen sprechen zu dürfen. Er wird gleich hereinkommen und Ihnen mitteilen, dass Sie in Untersuchungshaft genommen werden. Man hält es für möglich, dass Sie der Entführer meiner Tochter sind. Also, ja. Sagen Sie jetzt nichts. Ich bin in einer besonderen Lage. Ich will und ich werde alles tun, um das Leben meines Kindes nicht zu gefährden. Ich sage Ihnen das, falls Sie der Entführer sind, was ich persönlich mir nicht vorstellen kann. Aber wenn Sie es sind, dann bitte ich Sie, nichts zu tun, was das Leben meines Kindes gefährden könnte. Wenn Sie es nicht sind, dann bitte ich um Entschuldigung, dass Sie meinetwegen, dass Sie unseretwegen in Schwierigkeiten gekommen sind. Ja. Können Sie mir die Hand geben? Was reden Sie da? Ich habe mich um einen stehengelassenen Koffer gekümmert. Das war ein Fehler. Dann hoffe ich, dass sich der Entführer noch einmal meldet, damit ich ihm erklären kann, warum es mit der Geldübergabe nicht geklappt hat. Tja. Ich weiß nicht, was ich von dem Mann halten soll. Ich habe ihn am Schluss gebeten, mir die Hand zu geben. Hat's nicht getan. Wir werden ihn überprüfen. Was habe ich da Unglaubliches gehört? Du warst auf dem Hauptbahnhof, um nach Frankfurt zu fahren und man hat... So ist es, Mama. Und bin über einen stehengelassenen Koffer gestolpert. Ja, und was wollen die beiden Herren jetzt hier? Ich nehme an, die Herren wollen mich fragen, ob ich Schulden habe. Das ist eine Idee. Herr Corliss, haben Sie Schulden? Sie werden diese Frage nicht nur mir stellen, sondern möglicherweise auch der Bank. Und Sie werden möglicherweise erfahren, dass ich gezwungen bin, auf meine Schuldenlast, die nicht unerheblich ist, eine Anzahlung zu leisten von 1 Million. Und dies innerhalb von 10 Tagen. Was für ein Zusammentreffen, nicht wahr? Ich muss 1 Million zahlen und der Heimerer muss auch 1 Million zahlen. Jetzt läuten bei Ihnen alle Glocken, nicht wahr? Es bimmelt. 1 Million sollst du zahlen? Die Bank verlangt es, Mama, oder... Sie will unser Haus hier zwangsversteigern. Jetzt läuten die Glocken lauter? Das ist ein Getöse. Was? Dieses Haus soll zwangsversteigert werden? Hier ist die Auskunft von der Bank. Cordes hat Schulden in Höhe von 12 Millionen Mark. 1 Million muss er innerhalb von 10 Tagen hinblättern, sonst wird sein Haus zwangsversteigert. Für mich hat er das Mädchen entführt. Ich glaube auch, dass es war. Aber? Er wird dem Haftrichter seine Geschichte erzählen und die Geschichte ist glaubhaft. Ja, wir können ihn eine Nacht hier behalten. Morgen früh ist er frei, was auch verdammt nötig ist. Du. Ja, wieso nötig ist? Irgendwo befindet sich doch das Mädchen, nicht wahr? Er hat das Mädchen irgendwo eingesperrt. Und jetzt kann er sich nicht um sie kümmern. Jetzt nicht, morgen nicht, übermorgen nicht, weil er ständig weiß, dass die Polizei ihn überwachen wird. Also... Ja, ist in einer Zwangslage, die ihn zwingt, gar nichts zu tun. Und das Mädchen? Das wird er vergessen. Das muss er vergessen. Dann ist er sein Problem los. Das wird sie umbringen. Ja. Thank you.
Bleibst du noch hier? Nein. Aber ich glaube, ich hab's. Was hast du? Die Lösung des Problems. Pass mal auf. Die Idee ist so verrückt, wie der Fall selbst verrückt ist. Aber hältst du die Idee für dich? Nein. Wir werden uns bei Cordes entschuldigen dafür, dass wir ihn für einen Erpresser und Entführer gehalten haben. Das ist doch nicht alles. Nein, das ist nur der erste Teil. Und der zweite? Der zweite Teil, mein Gott. Der ist so belastend für die Eltern, dass ich gar nicht weiß, ob sie das ertragen können. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Sie verlangen sehr viel von uns. Was? Wir werden es versuchen. Wir schaffen es. Weil wir es schaffen müssen. Bitte sehr. Ach, guten Morgen, Herr Cordes. Haben Sie meinen Anwalt schon verständigt? Nein, den brauchen wir gar nicht. Kommen Sie, nehmen Sie doch Platz, setzen Sie sich. Ich habe lange mit dem Haftrichter gesprochen und er sieht überhaupt keine Veranlassung, Sie länger festzuhalten. Wir haben uns natürlich erkundigt über Ihre Firma, über Sie persönlich natürlich. Und wir bekamen nur wirklich großartige Charaktereigenschaften zu hören. Und schauen Sie, mein Kollege und ich, wir möchten uns ebenfalls entschuldigen. Aber glauben Sie uns, wir haben wirklich nur unsere Pflicht getan. Es tut mir leid. Sie sind frei. Bring Sie nach Hause, ja? Wollen Sie noch wieder reinkommen? Ja, gerne. Aber schön, dass du wieder da bist. Morgen, Papa. Morgen, mein Sohn, ich bin wieder hier. Es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Der Haftrichter sagt keine Veranlassung, mich länger zu behalten. Das ist ja großartig. Ich hab's gewusst, die Anschuldigung war absurd. Und das hat man wohl eingesehen. Was war der Grund für die Entscheidung des Haftrichters? Die konnten Papa gar nicht länger festhalten, weil gar kein hinreichender Tatverdacht bestand. Laut § 112 Absatz 1 Strafprozessordnung. Mein Sohn studiert Jura. Ist das auch Ihre Meinung? Ja, natürlich ist das auch meine eigene. Entscheidend waren die Informationen, die wir über Ihren Sohn eingeholt haben. Frau Cordes, Ihr Sohn ist ein angesehener Kaufmann. Jeder, der ihn für einen Ehrenmann hält. Tut das auch der Vater des entführten Mädchens? Ja, natürlich tut er. Wir haben gestern noch lange darüber gesprochen. Er bedauert es sehr, dass er sie für einen Erpresser und Entführer gehalten hat. Er wird sich heute noch bei Ihnen melden, um sich bei Ihnen zu entschuldigen. Das ist doch ausgezeichnet, Papa. Ganz ausgezeichnet. Hallo, da bin ich wieder. Hallo, meine Kleine. Ich weiß, die Kirchenglocken waren ein voller Erfolg. Das ist Cornelia, meine Tochter. Sie studiert in Erlangen Kunstgeschichte. Guten Tag. Und wer sind Sie? Das ist Oberinspektor Derrick, ein Kriminalbeamter. Weißt du, dass Papa eine Nacht lang im Gefängnis war? Im Gefängnis? Ja, es hat sich aber alles aufgeklärt. Ein Irrtum. Man hat sich bei Papa entschuldigt. Was war denn passiert? Ein Mädchen ist entführt worden. Und ein Erpresser verlangte 1 Million von ihrem Vater. Und auf irgendeine Art und Weise, die aber inzwischen aufgeklärt ist, ist Papa in die Sache hineingeraten. Wie war die Nacht im Gefängnis, Papa? Ja, das war kein Luxushotel. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Bei euch. Ja, ich geh schon. Hallo? Nein, Sie sprechen mit seinem Sohn. Kleinen Moment bitte. Papa, für dich. Cordes? Ja, Herr Cordes. Schön, dass Sie wieder zu Hause sind. Heimer anspricht hier. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit Oberinspektor Derrick. Und wir sind der Meinung, dass wir ihm beide sehr Unrecht getan haben. Es liegt mir dran, Ihnen zu sagen, dass mir das sehr leid tut. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Verständnis dafür, dass wir eine Zeit lang diesem Irrtum erlegen sind. Ja, das ist doch natürlich.
Oberinspektor Derrick ist noch hier. Ich werde ihn einladen, einen Schluck mit uns zu trinken. Ja, wir sind natürlich alle erleichtert. Ich spreche von meiner Familie. Nun, meine Frau und ich, wir würden sehr gerne unsere Entschuldigung auch persönlich vorbringen. Hätten Sie nicht Lust, zu uns zu kommen, heute Abend zu einem kleinen Essen? Kleines Beisammensein, dass wir entschuldigt sind. Natürlich getrübt durch das Fehlen unserer Tochter. Wir hoffen ja immer noch auf eine gute Lösung. Würden Sie kommen? Damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich gesagt, das habe ich nicht erwartet. Aber ich freue mich natürlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich werde gerne kommen. Sagen wir 20 Uhr? 20 Uhr, ja. Dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Wiedersehen. Das war Herr Heimeran. Er hat mich eingeladen. Heute Abend. Er und seine Frau wollen sich persönlich bei mir entschuldigen. Gehen Sie? Ja. Wirst du heute Abend dabei sein? Nee. Aber wir haben alles genau durchgesprochen. Hoffentlich geht alles gut. Ich würde da nicht hingehen. Aber Mama, warum soll ich da nicht hingehen? Welche Gründe könnte ich angeben? Gute Nacht, Mama. Hoffentlich machen wir alles richtig. Guten Abend. Herr Cordes, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. So, meine Frau und ich noch mal Gelegenheit, uns persönlich bei Ihnen zu entschuldigen für eine ungerechte Behandlung, die Sie nicht verdient haben. Herr Cordes, meine Frau. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Cordes. Was mein Mann zu Ihnen gesagt hat, könnten auch meine Worte sein. Schön, dass Sie gekommen sind. Und sehen Sie uns bitte nach, dass wir eine Situation so falsch eingeschätzt haben. Aber ich habe doch völliges Verständnis dafür. Alle Beteiligten haben in Aufregung gehandelt. Sie waren aufgeregt, ich war es, die Kriminalbeamten. Bis auf den Haftrichter, der einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht hat. Und der ja auch alles richtiggestellt hat. Ja, ich weiß natürlich inzwischen längst, wer Sie sind. Wir sind ja beide Unternehmer. Obgleich meine Firma bedeutend jünger ist als Ihre, die ist ja über 100 Jahre alt. Von meinem Großvater gegründet. Und nach Grundsätzen geführt, die auch heute nicht aus der Mode sind. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit. Möchten Sie ein Aperitif? Gern. Danke. Natürlich ist das kein leichter Abend für uns. Wir denken ununterbrochen an unsere Tochter, von der wir nicht wissen, wo sie ist und wie man sie behandelt. Sie haben auch eine Tochter? Ja, Cornelia. Sie studiert Kunstgeschichte in Erlangen. Und ich habe einen Sohn, der Jura studierte, hier in München. Charlotte ist unser einziges Kind. Ja. Schmeckt er dir nicht? Nee. Hab ich mir gedacht. Das ist auch scheußlich. Das ist ein aufgewärmter. Harry, du kochst den schlechtesten Kaffee von ganz München. Wo hatten Sie Ihre Probleme? Ich arbeite mit Firmen in Fernost. Tigerstaaten? Ja, Thailand, Malaysia. Die Serviceleistungen waren hervorragend. Die Produktqualität mussten wir allerdings verbessern. Weil sich das Vertrauen der Finanzwelt in diese Boommärkte plötzlich ganz schön abgekühlt hat, wie wir wissen. Ja, der Börsencrash hat speziell uns getroffen. Und wir konnten nicht rechtzeitig investieren in unsere Fertigungsanlagen.
Und so gingen uns in kürzester Zeit Großaufträge verloren. Und das war mein persönlicher Kreisschock. Was waren denn das für Aufträge? Heimermann wird sich nach seiner wirtschaftlichen Lage erkundigen. Worüber sollten zwei Kaufleute sonst reden? Ja, aber da kann ich Ihnen doch helfen. Ich habe wirklich die besten Verbindungen dort. Wir haben Vertretungen in Singapur, Jakarta, nach Hongkong sowieso. Sie brauchen richtige Verbindungen, die ich habe, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Nehmen Sie es als ein Teil meiner... unserer Entschuldigung. 1 Million, sagten Sie? Ja. Und dann würden die Kredite weiterlaufen? Ja. Herr Cordes, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich steige bei Ihnen ein mit 1 Million, die ich Ihnen morgen früh zur Verfügung stelle. Ich weiß natürlich nicht, was eventuell in den nächsten Stunden in der Angelegenheit meiner Tochter noch auf mich zukommt. Überlegen Sie es in aller Ruhe. Das würde mir natürlich sehr helfen. Es wäre für mich... Ist das ein ernsthaftes Angebot? Ja. 1 Million. Morgen früh. Der Richter. Ja, ist gerade gegangen. Er hat akzeptiert. Wir hatten sehr interessante Gespräche über Wirtschaftsfragen. Haben Sie auch über Ihre Tochter gesprochen? Eigentlich kaum. Und wenn, dann lagen die Emotionen höchstens bei meiner Frau und bei mir. Er selbst zeigte überhaupt keine. So als habe er keine. Ich hoffe, dass das alles richtig war, was wir da gemacht haben. Ach ja, natürlich, das denke ich wohl. Wie geht's Ihnen denn? Fühlen Sie sich gut? Der Abend hat meine Frau und mich sehr angestrengt. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schon eine unheimliche Situation. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt dem Mann gegenüber, von dem du annimmst, dass er deine Tochter entführt hat. Und bietest ihm noch 1 Million an. Ja, hoffentlich hält er das durch. Hm, warten wir es ab. Ja, Krischke. Ja, hier Cordes. Guten Tag, Herr Cordes. Guten Morgen. Sie haben meinen Anruf sicher schon erwartet. Ja, selbstverständlich. Meine Frage jetzt... Die Anzahlung von 1 Million, die Sie von mir verlangen... Ja? Die werden Sie heute noch bekommen. Ich gebe zu, dass ich erleichtert bin. Ich beglückwünsche Sie. Und mich. Sie haben mich vor unangenehmen Prozeduren bewahrt. Alle Achtung. Meinen Glückwunsch. Danke sehr. Danke. Bis dann. Du Kassenarsch. Was ist denn? Da ist jemand, der etwas abgeben will von der Firma Heimeran. Wer ist es? Ein Fahrer. Er soll auch reinkommen. Ja. Kommen Sie bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Cordes? Ja. Ich habe Ihnen das abzugeben. Muss ich das quittieren? Nein, nein, das ist nicht nötig. Guten Morgen. Bringen Sie raus. Das Mädchen muss ich einmal
Das war nichts. Cordes? Hi, Maran. Haben Sie den Koffer bekommen? Ja. Dann tun Sie, was Sie versprochen haben. Lassen Sie das Kind frei. Kein Wort gesagt. Was machen wir? Wir fahren hin. Kommen Sie. Wo sind die Kinder? In der Küche. Geht's dir nicht gut? Nein, Mama. Wobei ich fragen muss, wann geht's einem gut und wann geht's einem schlecht? Und wie fühlt man sich, wenn's einem gut geht? Fühlst du dich gut, Mama? Ja, ich fühle mich gut. Weil ich in keiner Zwangslage bin. Zwangslagen produzieren immer Träume. Träume, die alles versprechen und nichts halten. Deshalb sollte man diesen Träumen unbedingt aus dem Wege gehen. Ja, Mama. Ja. Morgen, Papa. Wo warst denn du? Wir wollten mit dir frühstücken. Wie war es denn gestern Abend? Gut, sehr gut. Ich fand es ziemlich anständig, dass sich die Leute auf die Weise bei dir entschuldigt haben. Sag mal, der Entführer hat sich noch nicht gemeldet? Nein, hat sich noch nicht gerührt. Habt ihr Moment Zeit? Ja. Ja. Die Kinder haben jetzt keine Zeit, Mama. Komm, komm mit. Komm. Mama, willst du nicht endlich sagen, was los ist? Nehmt diesen Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Ihr kennt doch das alte Kieswerk, wo ihr als Kinder immer gespielt habt. Ja, was ist damit? Fahrt dorthin, nehmt diesen Schlüssel. Du setzt dich ans Steuer, du neben ihn. Fährst du nicht mit? Nein. Beeilt euch. Aber du willst nicht, dass ich mehr frage, oder? Nein. Fahrt los jetzt. Wo hast du die Kinder hingeschickt? Bis ans Ende der Welt. Meiner Welt. Sag mal, du hast doch Papa versprochen, du rauchst nicht mehr. Ja, ich weiß. Warten, Mama. Wir müssen warten. Was jetzt passiert, das passiert ohne mich. Ich habe darauf keinen Einfluss. 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Also, die müssten eigentlich gleich da sein. Also, es ist Besuch gekommen.
Sie haben mal wieder Ihren Koffer stehen lassen. Soll ich Ihnen wieder nachlaufen und fragen, ist das Ihr Koffer? Kommen Sie mit. Und Wasser, ganz schnell. Ja. Mann, ich werde ihn mitnehmen. Sie lebt, ja, aber ihre Albträume, ihre ewige Angst, diese Dunkelheit, das wird sie ihr Leben lang mit herumschleppen. Können Sie das eventuell nachempfinden?